Dies ist ein 1968 Fiat Dino Spider. Und über dieses Auto gibt es so viel zu erzählen. Fangen wir an. Ferrari wollte für den Formel 2 einen Motor bauen. Aber um das homologiert zu haben, musste man 500 Autos bauen. Und Ferrari hatte einfach gesagt, die Kapazität nicht. Und dazu muss auch gesagt werden, dass man bei Ferrari gezweifelt hat, ob man überhaupt ein V6-Auto bauen wollte. Obwohl komisch, weil in den 50er Jahren war Ferrari mit Vierzylinder eigentlich ganz erfolgreich. Aber Enzo wollte eigentlich nur V12-Motoren. So, was hat man gemacht? Den Auftrag hat man an Fiat gegeben. Fiat hat das Auto entwickelt und das kam sofort gut an. Später hat Ferrari auch gesagt, du, wir wollen das Auto jetzt auch selbst bauen. So, es gibt Autos, die haben ein Emblem Fiat Dino Spider, so wie diese, und das glitzergleiche Auto färbt rum mit ein Emblem mit Ferrari Dino Spider. Ferraristi sagen natürlich, dass der Ferrari Dino das einzige Fahrzeug ist, das diesen Namen tragen darf. Aber auf der Homepage, der offiziellen Homepage von Ferrari, steht, dass der Ferrari Dino ein Fiat-Motor hat. So, vielleicht haben viele auch gezweifelt, ob das Auto so gut war, wie sie wollten, weil es hat einen Fiat-Motor. Dass das Projekt Enzo Ferrari aber wichtig war, kann man sehr einfach erklären. Warum hat er dieses Projekt sein viel zu früh verstorbenen Sohn Dino gewidmet? Das Auto muss ihm wichtig gewesen sein. Der Design ist, wie kann es auch anders, von Pininfarina. Und dieses Auto ist so schön, fährt so gut, es ist agil, es ist schnell, es ist so schön restauriert. Ich kann wirklich an diesem Auto nichts finden, was mir nicht gefällt. Und wenn man aufs Gas geht, dann passiert auch wirklich was. Und hör mal den Sound vom Auto. Ist es ein Ferrari, ist es ein Fiat? Hör zu! Hoha! Ich glaube, mit diesem Fiat Dino Spider aus 1968 kann man alles. Es ist sehr vielseitig. Man kann Oldtimer-Rallys damit fahren, eine gemütliche Ausfahrt, man kann sportlich fahren. Aber es ist und bleibt ein Sympathieträger, weil es einfach nicht aggressiv aussieht. Für mich, Top-Auto. Una bella macchina d'Italia. Wie schön, wie schön.